Wenn Sie heute ein verordnetes Medikament einnehmen, verschwenden Sie keinen Gedanken daran, dass dieses in einem langwierigen Prozess erprobt wurde und grundsätzlich wirksam und sicher ist. Sie gehen wie selbstverständlich davon aus. Das können Sie auch, denn zugelassene Medikamente sind erprobte Mittel. Diese Erprobung findet unter anderem in klinischen Studien statt. Krebspatienten hoffen zu Recht auf Fortschritt in der Medizin. Fortschritt in der Medizin wird realisiert durch klinische Studien. In diesen haben die Betroffenen die Chance, neue Medikamente, die Kombination von Medikamenten und Therapieoptimierung zu erhalten. Klinische Studien werden sorgsam vorbereitet. Patienten werden darin betreut und regelmäßig überwacht. Die Sicherheit der Patienten ist von Beginn der Studie bis zur Durchführung oberstes Gebot. Jede Krebstherapie birgt Risiken. Ob in oder außerhalb einer Studie. Die Wirksamkeit ist nicht bei allen gleich. Bekannte Nebenwirkungen tauchen nicht auf oder es kommen neue dazu. Und das Ergebnis ist nicht wirklich ein Erfolg. Darüber hinaus müssen sich die Patienten darauf einstellen, regelmäßig den Arzt aufzusuchen und eine Vielzahl von Untersuchungen durchzuführen. Und am Ende ist Erfolg nicht wirklich garantiert. Auf diese Frage gibt es keine grundsätzliche Antwort. Die Teilnahme an einer Studie ist eine persönliche Entscheidung. Es gibt kein grundsätzliches Ja oder Nein. Es gilt, Risiken, Chancen abzuwägen und dann zu einer freiwilligen Entscheidung zu kommen. Bei der Entscheidungsfindung können Ärzte helfen. Es ist jedoch grundsätzlich klar, Fortschritt in der Medizin wird es nur geben, wenn sich Patienten dazu entscheiden, an klinischen Studien teilzunehmen.